Guten Tag. Immer wieder, danke, danke, danke. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass viele Leute es gemerkt haben, dass ich mich immer bedanke. Dafür danke ich mich auch. Danke, danke, danke. Das ist sehr nett. Ich komme noch aus einem sehr guten Hause. Ich habe gelernt, wenn ich irgendwo in der U-Bahn sitze und ein älterer Herr mit Stock kommt oder eine Dame, ältere Dame, dann muss ich ja aufstehen. Mache ich immer. Aber wenn ich in die U-Bahn reinkomme, da sitzen Leute, die fressen Sushi und asiatische Tüten da mit Nudeln und Pizza und Döner. Kinder sitzen da, da steht keiner auf. Nö. Die sehen, dass ich ein alter Mann bin mit dem Stock. Nö, da steht keiner auf. Ich habe übrigens Schwerbehindertenausweis, das habe ich auf jeden Fall. Und ich war letztes Jahr im Bus in der Nacht um 2 Uhr reingestiegen und der Bus war voll und ich habe mich geschämt zu sagen, Entschuldigung, ich bin schwerbehindert, ich habe Ausweis. Erstmal würden sie das nicht glauben, mich auslachen und sagen, zeig mal deinen Ausweis. Aber ich habe mich wirklich geschämt dafür, dass ich schwerbehindert bin. Und ich musste da stehen und der Bus musste plötzlich bremsen, weil da ein Idiot von links kam und der Bus musste bremsen und ich bin reingefallen auf den Boden und das war so Doppelbus und in der Mitte war so metallene Verbindung und an dieser Verbindung aus Metall bin ich reingefallen. Natürlich änderte sich das alles im Krankenhaus und aber Gott sei Dank, Notdienstarzt war ein Schönheitschirurg, so hat er mir erzählt. Und ich habe gesagt, bitte, bitte, machen Sie das so schön, dass man nichts sieht, bitte. Und er hat das wirklich sehr schön gemacht. Das ist, wie gesagt, Ergebnis davon, wenn man sich schämt. Aber das ist egal. Es geht darum, dass viele Leute wissen nicht, wenn ein älterer Herr reinkommt in eine U-Bahn oder Bus und Stock in der Hand hat, dann muss man erstmal aufstehen. Nö, nö, die sitzen da, die essen, Kinder sitzen da. Das ist eine andere Welt. Aber über diese Welt will ich gar nicht sprechen. Wir reden doch heute über die Fische, nicht? Und es ist so, Fische haben den Drang zur Selbstaufopferung. Das ist ein Grad von Ekstase. Andere Menschen haben noch Reste des eigenen Selbstwerts, des Ich-Seins. Fische haben das nicht. Deswegen sich opfern, auflösen und verschwinden. So wie die Fische sind. Auf der einen Seite ist es sehr schön, einen Mann oder eine Frau als Fisch zu Hause zu haben. Die Welt ist so schrecklich und wir müssen so viele Sachen tun. Paket falsch bestellt und falsche Produkte bestellt und die sagen, bitte Retourenschein ausdrucken. Ich habe keinen Drucker zu Hause, ich bin doch kein Büro. Jetzt schreibe ich, können Sie mir per Post schicken? Machen wir nicht. Wir kommunizieren nur per Mail und dann sagen sie, hier ist ein PDF und ich muss damit zur Post und, oh, und das zeigen. Alles ist so kompliziert. So einen Fisch zu Hause zu haben, wäre nett. Er macht für dich alles. Alles ist kompliziert. Termine, ey, mit irgendwelchen Leuten. Ich will das gar nicht haben. Ich will meine Ruhe haben. Deswegen, es wäre so schön, Fisch zu haben. Einen Mann oder eine Frau, die machen alles für dich. Deswegen dieser Drang zur Selbstaufopferung. Ich habe neulich eine Frau gesprochen, das ist eine wunderschöne Frau, die ist 45 und ihr Mann hat Diabetes. Sie hat mir tragische Sachen erzählt, was dieser Mann von ihr verlangt. Oh, Handtücher schmeißt er auf den Boden. Ein Tyrann, ein Despot und sagt, massiere meine Füße, du musst mir meine Füße eincremen. Ich stand da neben einer Drogerie, wo ich sie getroffen hatte. Die hat da Tüte mit Fußbutter gehabt. Und oh. Die hat gesagt, weißt du was? Ich möchte noch ein schönes Leben haben. Ich möchte frei sein.
und ein schönes Leben. Ich möchte jemanden kennenlernen noch, aber mein Mann hat Diabetes, ich kann den nicht verlassen. Dieser Drang zur Selbstaufopferung ist da bei allen Fischen drin. Wir wissen, dass Fische tun alles im Übermaß. Entweder saufen oder Geld ausgeben oder sich aufopfern für jemanden. Andere Leute würden sagen, hey, tschüss. Es gibt Pflegekasse, es gibt alles, es gibt Pfleger. Warum soll ich überhaupt mit dir etwas zu tun haben? Aber diese Frau hat gesagt, ich liebe den Mann nicht. Aber trotzdem, das ist eine Fischerfrau. Und, aber wir wissen, wie das ist, weil Fische tut alles im Übermaß. Und wir wissen, wenn jemand ein Aquarium mit tropischen Fischen zu Hause hat und man will da Futter für eine Woche reintun, weil man verreist für 2 Wochen oder für 1 Woche, dann braucht man sich nicht zu wundern, Futter reicht nicht. Fisch frisst alles, was er vor seinem Maul hat, bis er stirbt. Und das ist auch ein Zeichen für die Menschen, die Fische sind, die wirklich keine Grenzen und keine Mäßigung kennen. Man muss sich fragen, ist Fisch das edelste Zeichen von allen Menschen oder das dümmste Zeichen von allen Menschen? Aber ich muss wirklich für heute Schluss machen, weil es ist die Zeit schon um.